Dann kommen wir hiermit zur Frage 791 und ich darf Herrn Abgeordneten Rock das Wort erteilen. Ich frage die Landesregierung, kann sie sicherstellen, dass innerhalb des ersten Quartals 2023 eine Kita-Landesvertretung ihre Arbeit aufnehmen kann? Herr Staatsminister Klose, Sie haben erneut das Wort. Herr Abgeordneter Rock, die wichtigste Voraussetzung dafür ist ja, dass, was ja auch geplant ist, im Laufe dieser Woche noch das entsprechende Gesetz beschlossen wird. Damit dann die Landeselternvertretung ihre Arbeit aufnehmen kann, muss sie demokratisch legitimiert sein. Sie wird gewählt durch die Delegierten der Landeselternversammlung, die ihrerseits aus der Elternschaft des jeweiligen Jugendamtsbezirks gewählt wird. Das Ziel ist nach wie vor, diese Wahlen zeitnah nach Inkrafttreten der Verordnung zu initiieren. Es gibt eine Nachfrage der Abgeordneten Anders. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Minister, würden Sie mir zustimmen, dass der Prozess und vor allem der Wahlprozess im ersten Quartal mindestens genauso wichtig ist wie die Landeselternvertretung selbst, nämlich der Prozess, dass alle Kita-Eltern in Hessen die Möglichkeit bekommen, Delegierte zu wählen und dann ein Landeselternvertretungsgremium entsteht. Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, selbstverständlich würde ich Ihnen da zustimmen, denn demokratische Legitimation ist nun einmal eines der wichtigsten Prinzipien unserer Zusammenarbeit. Zunächst habe ich als weitere Nachfrage Herrn Dr. Naas und dann würde der Fragesteller erneut drankommen. Wir gehen ja der Reihenfolge nach. Herr Dr. Naas, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wann rechnet sie denn praktischerweise frühestens mit einer etablierten und gewählten Landeselternvertretung für die Kitas? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Na, jedenfalls in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres, verehrter Herr Dr. Naas. Das ist dann übrigens deutlich früher. Voraussetzung, unser Gesetz wird beschlossen, als das mit dem FDP-Gesetzentwurf der Fall wäre. Denn da steht ganz klar drin, dass die Wahl erst vom 16. Oktober bis 30. November stattfinden kann. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Rock erneut das Wort ergeben. Ja, ich frage den Minister. Er hat ja hier in öffentlicher Sitzung in Aussicht gestellt, dass in der ersten Quartal diese Wahl durchgeführt werden kann unter der Maßgabe, dass das Gesetz diese Plenarwoche beschlossen wird. Was muss denn passieren, dass Sie diese Aussage auch einhalten können? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Das Gesetz muss beschlossen werden. Dazu können Sie in dieser Woche beitragen. Ich freue mich darauf. Die Verordnung muss entsprechend in Kraft getreten sein und das Wahltool muss bereitstehen. An all diesen Aspekten wird bereits intensiv gearbeitet. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich rufe auf die Frage 792 und darf Herrn Abgeordneten Degen das Wort erteilen. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wie viele Grundschulklassen werden in Hessen von Personen als Klassenlehrkraft geleitet, die über keine zweite Staatsprüfung verfügen? Vielen Dank, Herr Staatsminister Professor Lorz. Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Degen, den reinen hessischen Grundschulen sind zum Schuljahresbeginn 2022/23 10.330 Klassen zugewiesen worden. Gleichzeitig sind wiederum allein an den reinen Grundschulen im Schuljahr 2022/23 zum Stichtag 1. Oktober 2022 13.263 Lehrkräfte mit einer zweiten Staatsprüfung eingesetzt, was also deutlich über die Anzahl der zugewiesenen Klassen hinausgeht. Und Lehrkräfte mit einer zweiten Staatsprüfung im Lehramt für Grundschulen werden selbstverständlich bevorzugt als Klassenlehrkraft eingesetzt. Vielen Dank. Es gibt keine weiteren Nachfragen. Dann doch. Okay, nee, es hatte nicht gedrückt. Dann, aber wir nehmen das selbstverständlich noch dran, immer drücken. Aber es wurde uns hier vorne nicht angezeigt. Herr Degen, Sie haben das Wort. Ja, besten Dank, Herr Kultusminister, für die statistischen Daten. Aber es gibt durchaus Grundschulklassen, die von Personen geleitet werden, die eben über keine zweite Staatsprüfung verfügen. Das ist schon richtig, oder?
Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Kollege Degen, wie ich schon sagte, in aller Regel werden selbstverständlich Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen zweiten Staatsprüfung eingesetzt. Und die statistischen Zahlen, die ich Ihnen gegeben habe, sollten nur belegen, dass es auch tatsächlich mehr als ausreichend Lehrkräfte mit einer abgeschlossenen zweiten Staatsprüfung für diesen Zweck gibt. Aber natürlich können in Einzelfällen, beispielsweise aufgrund von unvorhergesehenen Langzeiterkrankungen oder bei Lehrkräften in Elternzeit oder in Mutterschutz, Situationen entstehen, in denen vorübergehend eine Lehrkraft die Klassenleitung übernimmt, die über keine zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen verfügt. Das bleiben aber Einzelfälle und außerdem werden in solchen Fällen häufig Personen mit einer zweiten Staatsprüfung in anderen Lehrämtern oder Personen mit einer abgeschlossenen ersten Staatsprüfung eingesetzt. Es gibt eine weitere Nachfrage von Herrn Abgeordneten Grüger. Sie haben das Wort. Herr Staatsminister, Sie haben jetzt ja gesagt, es gibt diese Einzelfälle. Jetzt wäre es halt interessant zu erfahren, wie viele solche Einzelfälle es eigentlich gibt. Denn das war ja die ursprüngliche Frage des Abgeordneten. Und die könnten Sie vielleicht dann jetzt auch beantworten. Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Lieber Herr Kollege Grüger, ich weiß natürlich, nachdem es Ihre Lieblingsfragen, wie Sie genau wissen, in Zukunft ins Leere laufen werden, weil die zentrale Fehlzeitenstatistik, wie Sie wissen, jetzt am Laufen ist und die zentrale Vertretungsstatistik im nächsten Schuljahr auch zum Laufen gebracht werden wird. Jetzt suchen Sie natürlich andere Kennzahlen, die im Kultusministerium so nicht erhoben werden. In der Tat sind die hessischen Schulen nicht zentral berichtspflichtig, welchen Lehrer mit welcher Qualifikation sie wann in welcher Klasse einsetzen. Das ist Kernbereich der Organisation der einzelnen Schule und darüber gab es noch niemals eine zentrale Berichtspflicht. Die gibt es auch meines Erachtens nirgendwo anders und das finde ich, kann man auch in der Eigenverantwortung der Schule belassen, wie sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Kräften im Einzelnen verfährt. Dann kommen wir jetzt zur Frage 793 und ich darf Frau Abgeordnete Löber das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, warum verweigert das Hessische Innenministerium seit 20 Jahren den hessischen Beamtinnen und Beamten den Zugang zu einer Soziotherapie als beihilfefähige Leistung, obwohl die Soziotherapie in der Beihilfeverordnung des Bundes sowie in den Beihilfeverordnungen aller anderen Bundesländer als beihilfefähig anerkannt wird. Herr Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete Löber, die aufgeworfene Frage beantworte ich wie folgt. Aufwendungen für Soziotherapie können in Hessen im Rahmen von Einzelfallentscheidungen als beihilfefähig anerkannt werden. Maßgeblich ist dabei, wie in allen Beihilfeangelegenheiten, jeweils die medizinische Notwendigkeit. Eine Evaluierung der hessischen Beihilfeverordnung ist derzeit in Vorbereitung. Dabei stehen unter anderem auch die Vorschriften über die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Psychotherapie zur Überarbeitung an. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 700. Okay, jetzt drücken ganz viele und dann darf ich aber zunächst, wir haben es ja hier in der Reihenfolge, darf ich zunächst Frau Löber das Wort erteilen und dann Frau Abgeordnete Hofmann. Frau Wallmann, oder? Ja, gut. Warum nutzt das Hessische Innenministerium seit über 20 Jahren nicht das erhebliche Potenzial zur Reduzierung der Kosten stationärer Krankenhausaufenthalte bei schweren psychischen Erkrankungen hessischer Beamter durch die Genehmigung einer Soziotherapie? Herr Staatsminister. Sie, Frau Abgeordnete, ich darf Sie noch mal auf die Beantwortung des Berichtsantrages 2081 31 hinweisen, hat der Kollege im Sozialausschuss des Hauses beantwortet. Und danach ist ausführlich erklärt, warum die Aufwendungen für Soziotherapie in Hessen allgemein nicht beihilfefähig sind. Sie gelten grundsätzlich nicht als Aufwendungen zur Behandlung einer Krankheit nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 der Beihilfeverordnung. Dem liegt der Umstand zugrunde, dass nach § 1 Absatz 7 der Soziotherapie-Richtlinien der Zweck der Soziotherapie darauf abzielt, einen Prozess zu unterstützen, der Patientinnen und Patienten einen besseren Zugang zu ihrer Krankheit ermöglicht, indem Einsicht, Aufmerksamkeit, Initiative, soziale Kontaktfähigkeit und Kompetenz gefördert, Krankheitswahrnehmung und Lebensqualität damit verbessert werden. Die soziotherapeutische Betreuung selbst gilt dabei jedoch nicht als eigenständiges psychotherapeutisches Konzept. Aus diesem Grund
handelt es sich beihilferechtlich nicht um eine Behandlung und deswegen ist sie auch nicht beihilfefähig. Vielen Dank. Jetzt kommt Frau Abgeordnete und Vizepräsidentin Hofmann dran. Herr Innenminister, wann ist denn mit dieser neuen Beihilfeverordnung zu rechnen? Herr Staatsminister. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, deswegen würde ich mich auf den Allzweckbegriff zeitnah zurückziehen. So, mir liegen aber jetzt keine weiteren Nachfragen vor. Dann doch, okay, Frau Lüber, dann selbstverständlich, Sie haben noch mal das Wort. Vielen Dank. Sie sagten eben in Ihrer Antwort, Einzelfallentscheidungen können hier auch eine Soziotherapie genehmigen. Könnten Sie die Kriterien einer Einzelfallentscheidung jetzt nennen oder uns im Nachgang zur Verfügung stellen? Herr Staatsminister. Ich kann mal schauen, ob es dafür sozusagen einen Kriterienkatalog gibt. Aber ich habe ja umfangreich sozusagen den allgemeinen Grundsatz hier dargestellt. Und wenn es sich um die Behandlung einer Krankheit handelt, das wird im Einzelfall festgestellt, dann ist auch eine Beihilfeberücksichtigung möglich. Aber ich will gerne schauen, Frau Abgeordnete, ob wir da einen Kriterienkatalog oder Ähnliches, ob so etwas gibt. Das weiß ich aber nicht. Dann sind wir am Ende dieser Frage angekommen und ich rufe auf Frage 794 und darf Herrn Abgeordneten Kaffenberger das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, bis wann ist mit einer Besetzung der Schulleitungsstelle an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Oberramstadt zu rechnen? Vielen Dank, Herr Kultusminister Professor Lorz. Sie haben das Wort. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Kaffenberger. Die Entscheidung zur Besetzung der Schulleiterstelle an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Oberramstadt ist in meinem Haus bereits getroffen worden und wird jetzt zeitnah kommuniziert. Es steht noch die formale Beteiligung des Schulträgers aus. Aber wenn die positiv ausfällt, also wenn der Träger uns positiv rückmeldet, dann gehe ich davon aus, dass die Beauftragung der Schulleitung spätestens zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres am 1. Februar 2023 erfolgen kann. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage des Abgeordneten Degen. Danke, Frau Präsidentin. Herr Kultusminister, können die Verzögerungen auch bei Besetzungen von Stellen von Schulleiterinnen und Schulleitern, gerade im Bereich Darmstadt-Dieburg, möglicherweise auch etwas mit einer Überlastungssituation am Schulamt zu tun haben? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Degen, es sind jetzt keine spezifischen Verzögerungen in diesem Schulamtsbezirk bekannt. Ich weiß, wir haben uns im Ausschuss darüber unterhalten, dass aufgrund einer Langzeiterkrankung in diesem Schulamtsbezirk teilweise die Gehaltsauszahlungen verspätet erfolgt sind zu Beginn des Schuljahres. Aber auch dafür haben wir eine Lösung gefunden und das eine hat vor allem auch mit dem anderen nichts zu tun. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Frage 795 und ich darf Frau Abgeordnete Kula das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen hat sie sich trotz steigender Zuzugszahlen von Schutzsuchenden und der damit verbundenen Unterbringungsnot einiger Gebietskörperschaften gegen die erneute Einberufung des Asylkonvents entschieden? Vielen Dank. Das Wort hat der Staatsminister Wintermeyer. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kollegin Kula. Ein Vergleich der Situation von 2015 fortfolgende mit 2022 hat gezeigt, dass die Lage von damals mit der heutigen nicht vergleichbar ist. Damals kamen vor allen Dingen und fast ausschließlich Asylsuchende. Heute sind von den Zugängen etwa 90% der Menschen Ukraine, die hier sich nur in Sicherheit bringen wollen und auch vorübergehend hier leben wollen, während dem zu Hause Krieg herrscht. Heute können wir auf die bereits 2015, 2016 geschaffenen Strukturen, über die wir sehr dankbar sind, optimal zurückgreifen. Wir setzen daher im engen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Wirtschafts- und auch Sozialverbänden gezielt dort an, wo es nötig ist, und haben auf dieser Grundlage einen Beschluss auch zur Koordinierung der Asyl- und Flüchtlingspolitik als Landesregierung herbeigeführt.
Danach werden unter anderem kurzfristig 1050 zusätzliche Unterbringungsplätze in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen. Zudem setzen wir uns für die dauerhafte Sicherung der Erstaufnahmeeinrichtungen ein, um Schwankungen bei der Zuweisung möglichst zu verhindern. Die Schul- und die Kita-Unterbringung kann größtmöglich gewährleistet werden. Und wir sind auch sehr dankbar, dass die Übernahme in SGB II, insbesondere bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen, die Kommunen entlastet. Es gibt eine Nachfrage von Frau Kuhler. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke für die Antwort. Ich würde noch mal nachfragen, sieht die Landesregierung wirklich jetzt keinen Handlungsbedarf angesichts der vielen Beschwerden aus den Kommunen? Gerade wir haben in der letzten Plenarwoche über die Beschwerden aus der Wetterau diskutiert. Es sind ja noch andere Kommunen, die über Überlastung klagen. Und sehen Sie wirklich angesichts dieser Situation jetzt keinen Handlungsbedarf, auch wieder einen Asylkonvent einzuberufen? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Frau Kollegin Kuhler, die Landesregierung sieht grundsätzlicherweise immer Handlungsbedarf und wir handeln auch. Wir sehen nur momentan, wie ich ihn eben gerade dargestellt habe, nicht die Notwendigkeit, einen Asylkonvent einzuberufen, weil wir auf die entsprechenden Strukturen, die wir damals 2015 und 2016 dankenswerterweise auch mit allen, die dabei gewesen sind, geschaffen haben, entsprechend zurückgreifen können. Vielleicht nur den Hinweis, damals gab es keine organisatorischen Strukturen für die Unterbringung. Man war nicht auf die medizinische Versorgung vorbereitet, musste erst Strukturen am Arbeitsmarkt anpassen. Wir mussten Förderstrukturen gemeinsam schaffen und diese existieren jetzt bereits. Jetzt fehlt es nicht etwa an medizinischer Versorgung oder Beschulungsmöglichkeiten für die Kinder. Jetzt fehlen insbesondere Wohnungen und auch darum versuchen wir uns zu kümmern, gleichwohl für die Unterbringung von Flüchtlingen, die Kommunen zuständig sind. Der erste Punkt hatte ich Ihnen gerade deutlich gemacht. Wir erweitern die Kapazitäten der Erstaufnahmeeinrichtungen bei uns in Hessen. Wir haben dort, sage ich mal, 1050 zusätzliche Plätze, die wir dort schaffen wollen. Wir haben etwa, dass diese Zahl kann ich Ihnen jetzt nur aus dem Kopf sagen, noch 1500 Plätze derzeit in Erstaufnahmeeinrichtungen frei, sodass wir einen Puffer von etwa 2500 haben, sodass wir dort auch die Zuweisung an die Kommunen konstant und nicht etwa wellenartig machen. Das Zweite ist, die Hessische Landesregierung setzt sich gegenüber der Bundesregierung dafür ein, dass wir auch gesetzliche Veränderungen dem Recht, insbesondere im Baurecht, bekommen. § 8 Baunutzungsverordnung will ich Ihnen nur kurz ansprechen, weil Sie mich konkret gefragt haben. Ja, Entschuldigung. Das ist, dass auch in Gewerbegebieten Grundstücke genutzt werden können für das Aufstellen von Containern, für das Aufstellen von Mobile Homes etc. pp. Das ist bis heute nicht möglich. Wir haben sehr dafür gekämpft, leider erfolglos, dass die Kosten der Unterkunft, die die Bundesregierung bisher den Kommunen hat zukommen lassen, weiterhin bei 100% bleibt. Das war nicht gewünscht. Und es ist so, dass wir zum Dritten auch bezüglich der Frage der Verteilung, Sie haben den Wetteraukreis angesprochen, die Kriterien für die Zuweisung an die Kommunen teils kritisch auch dort betrachtet werden. Und mein Kollege Sozialminister und auch mein Kollege Innenminister überprüfen derzeit die Kriterien der Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung. Und hier sind wir als Land auch diskussionsbereit und für kommunale Verbesserungsvorschläge sind wir immer offen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich Ihnen sagen darf. Wir sind natürlich in diversen Gesprächen aller Ressorts mit Sozialverbänden, mit Hilfsorganisationen, mit Kommunen, regelmäßige Gespräche sogar der Landesregierung in Toto finden mit den kommunalen Spitzenverbänden entsprechend statt. Und der Ministerpräsident hat auch alle drei kommunalen Spitzenverbände persönlich empfangen, um mit ihm über diese Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen, und zwar Bund, Länder und Kommunen, zu sprechen und auch entsprechend dort einen Dialog zu führen.
Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Pürsün das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Staatsminister. In der Plenardebatte hatte der Sozialminister die Kritik, die wir für die Kommunen vorgetragen haben, als Fantasie bezeichnet. Was hat Sie denn dazu bewogen, diesen nicht konstruktiven Weg zu gehen, sondern auf unsere vorgetragenen Forderungen wie Erhöhung der Kapazität seitens des Landes und auch Neuverhandlungen der aktuellen Unterfinanzierung des Landes an die Kommunen aufzugreifen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Pürsün, wie ich Ihnen bereits sagte, sind wir ständig im Gespräch mit den Kommunen. Da geht es auch um die faire Kostenverteilung und wie wir auch mit der Kostenbeteiligung des Bundes umgehen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir auch eine Koordinierungsstelle Flüchtlingsunterbringung beim Regierungspräsidium Gießen unter Leitung des Vize-RPs sowie einen institutionalisierten Dialog auf Staatssekretärsebene Innen, Soziales und Finanzen mit den kommunalen Spitzenverbänden entsprechend machen, um die tatsächlichen Fragen nach der Nutzbarkeit von Immobilien oder auch der Benutzung von vorhandenen Infrastrukturen des Landes miteinander zu besprechen. Das ist nichts Ungewöhnliches. In diesen Gesprächen befinden wir uns immer. Und wenn der Sozialminister diese, ich war ja in der Debatte auch dabei gewesen, dieses übertrieben gefunden hat, was Sie eben gerade angesprochen haben, war das nicht die Forderung der Kommunen, sondern der Vortrag von Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes darf ich das Wort zurück an die Fragestellerin geben, an Frau Abgeordnete Kula. Frau Abgeordnete Kula hat das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe noch eine Nachfrage. Sie haben jetzt mehrfach auf die Gespräche auch mit den Landkreisen und Spitzenverbänden hingewiesen. Mich würde interessieren, auf welchem Wege und in welchen zeitlichen Abständen werden denn die Wohlfahrtsverbände und die Initiativen in der Flüchtlingshilfe aktuell in die Arbeit der Landesregierung eingebunden? Vielen Dank, Herr Staatsminister. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Kollegin Kula. Ich kann Ihnen jetzt nicht hundertprozentig das Datum sagen, weil es letzte Woche schon von mir freigegeben wurde. Die Sozialverbände sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 2. oder 3. Februar bei uns in der Staatskanzlei eingeladen, wo dann entsprechend das Sozialministerium und auch das Finanzministerium teilnehmen wird, um entsprechend mit den Sozialverbänden auch konkret dann zu sprechen hinter verschlossenen Türen. Vielen Dank. Und für eine letzte Nachfrage hat sich Herr Abgeordneter Lambrou gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, im Zusammenhang mit der Frage hat Landrat Woyde, CDU, aus Fulda gestern im Kreistag gefordert, dass Bund und Land eine Begrenzung von Zuweisungen erwirken. Er hat auch ganz klar gemacht, dass es hohen Regelungsbedarf gibt und dass es nicht nur um die Unterbringung geht, sondern dass die Flüchtlinge auch Ärzte, Kindergärten und Schulen brauchen. Wie stehen Sie zu diesen Forderungen? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter. Das ist die Bewertung und auch die Meinung des Landrates des Landkreises Fulda. Ich hatte Ihnen eben gerade auch in der Beantwortung der mir gestellten Fragen gesagt, dass die Landesregierung die Sorgen der Kommunen ausdrücklich ernst nimmt. Wir versuchen gemeinsam dort zu helfen, aber ich weise natürlich ausdrücklich darauf hin, dass wir verpflichtet sind, Menschen, die aus welchem Grund auch immer zu uns in die Bundesrepublik kommen, sei es als Asylsuchende oder als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, sie entsprechend menschenwürdig unterzubringen und so weit wie möglich auch hier zu integrieren. Ich glaube, bei den ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist es insbesondere, ich habe vorhin davon gesprochen, etwa 90% der Zugänge hier bei uns in das Land Hessen sind ukrainische Kriegsflüchtlinge, ist es in besonderem Maße auch sehr gut gelungen, weil durch die Möglichkeiten der EU-Richtlinie Freizügigkeit auf der einen Seite gegeben ist, was ein kleines Problem macht, weil Flüchtlinge hinziehen können, wo sie wollen, Kriegsflüchtlinge. Aber auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit auch gegeben ist, dass sie Arbeit aufnehmen können, was auch zum großen Teil getan wird. Und ich habe bisher jedenfalls keine signifikanten Probleme zur Kenntnis genommen,
dass der Schulunterricht für ukrainische Kriegsflüchtlingskinder oder auch Kindertagesstättenbesuche in Frage gestellt werden. Allerdings muss man auch Kommunen verstehen, sie gucken nach vorne. Kein Mensch weiß, wie der Winter jetzt werden wird. Und wir hoffen sehr, dass, sage ich mal, dort der Zugang in die Bundesrepublik Deutschland sich einigermaßen so hält, wie er bisher gewesen ist. Wir können jedenfalls keine Feststellungen treffen, dass es erhöhten Zugang derzeit gibt. Vielen Dank. Damit kommen wir zur Frage 796 und ich darf der Abgeordneten Sömnis das Wort erteilen. Danke sehr, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, wurden angesichts des im Entschließungsantrags mit der Drucksache 20/9359 der in der 116. Plenarsitzung mehrheitlich befürwortet wurde, formulierten Zieles, bis zur Innenministerkonferenz Abschiebung in den Iran auszusetzen, die Ausländerbehörden offiziell, etwa zum Beispiel in Form eines Erlasses, über diese Entscheidung informiert und angewiesen, die damit verbundene Praxis der Erteilung von Duldung nach § 60b Aufenthaltsgesetz an iranische Staatsangehörige sowie die damit einhergehende Leistungskürzung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einzustellen. Herr Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat die Regierungspräsidien am 12.10. darauf hingewiesen, dass Abschiebungen in den Iran bis zur Bewertung der aktuellen Lage auf der am 30.11.22, also vor ein paar Tagen, beginnenden Innenministerkonferenz nicht zu vollziehen sind. Für etwaige Fälle mit erheblicher strafrechtlicher oder Sicherheitsrelevanz wurde um umgehenden Bericht an das Ministerium gebeten. Darüber hinaus sind keine Anweisungen im Sinne der Fragestellung durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport erfolgt. Vielen Dank. Die Fragestellerin hat noch eine Nachfrage. Sie haben das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin. Herr Minister, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass zwar Hinweise gegeben wurden, dass Abschiebungen auszusetzen sind, aber die erteilten Duldungen und die damit einhergehenden Leistungskürzungen wurden beibehalten? Herr Staatsminister. Frau Abgeordnete, ich habe Ihnen gerade geschildert, was geregelt worden ist. Wir haben wie ich es gerade eben berichtet habe, am 12.10. darauf hingewiesen, dass Abschiebungen in den Iran bis zur Bewertung der aktuellen Lage auf der am 30.11. beginnenden Innenministerkonferenz, war letzte Woche, nicht zu vollziehen sind. Für etwaige Fälle mit strafrechtlicher oder Sicherheitsrelevanz wurde darum gebeten, dem Ministerium zu berichten. Und darüber hinaus sind keine Anweisungen im Sinne der Fragestellung erfolgt. Es gibt eine Frage von Herrn Abgeordneten Felstehausen. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatsminister Beuth, können Sie denn dem Parlament mitteilen, wie viele Hinweise nach Anforderung in Ihrem Haus auf mögliche strafrechtliche Relevanz oder Staatsgefährdung eingegangen sind? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ich habe es nicht vorliegen, aber ich glaube keine. Da würde ich darum bitten, dass wir das noch mal nachfragen dürfen. Aber ich bin relativ sicher keine. Und noch mal eine Frage der Fragestellerin. Frau Sömnis, Sie haben das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin. Herr Minister, können Sie uns über das Ergebnis der Innenministerkonferenz aufklären bezüglich der Aussetzung der Abschiebung in den Iran? Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Frau Abgeordnete, die Innenministerkonferenz hat sich auf ihrer Sitzung letzte Woche, 30.11. bis 2.12. unter anderem darauf verständigt, dass bis auf Weiteres keine Rückführungen in den Iran durchgeführt werden. Die Rückführung von insbesondere Personen mit erheblicher strafrechtlicher oder Sicherheitsrelevanz und von Ausreisepflichtigen, die hartnäckig ihre Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigern, erachtet sie demgegenüber allerdings nach sorgfältiger Einzelfallprüfung weiterhin als geboten. Die Bundesregierung hat am 30.11. einen aktualisierten Bericht des Auswärtigen Amtes über die Asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Iran verschickt. Eine klare Aussage zu den Voraussetzungen eines Abschiebestopps enthält der Bericht nicht. Dementsprechend wurde auch auf der IMK trotz Vorliegen des Berichts kein formeller
oder bundesweiter Abschiebestopp vereinbart. Der Beschluss der IMK wird in Hessen über die zuständigen Behörden adäquat umgesetzt werden. Über die sicherheits- und abschieberelevante Situation im Iran soll die Bundesregierung zur Frühjahrs-IMK, die wird nächstes Jahr im Juni, glaube ich, stattfinden, erneut berichten. Vielen Dank. Entschuldigung, wir sind damit am Ende der Fragestunde angekommen.